Entlang der Möhne gab es sehr viele Kettenschmieden. Hier ist eine, die 1984 vom Arbeitskreis Heimatpflege originalgetreu aufgebaut wurde. Und diese Kettenschmiede wurde angetrieben, also der Fallhammer wurde angetrieben. Also das stelle ich mir dann auf jeden Fall vor. Durch dieses Wasserrad. Leider ist im Moment die Kettenschmiede nicht geöffnet. Ich hoffe, dass man da irgendwann, wenn Corona mal vorbei ist, rein kann und vielleicht mal so einen Kursus oder was buchen kann. Da hätte ich natürlich richtig Spaß dran. Ja, so sieht's aus. Ja, und ganz in der Nähe der Kettenschmiede, da findet man diesen alten Fallhammer, ein Lasco-Patent 500, der also zum Schmieden von Schmiedeteilen benutzt worden ist. Und der also folgendermaßen funktioniert. Dieses große Teil hier, auf das ich jetzt zugehe, nennt man den Bär. Und dieser Bär wurde, denkt man, durch Wasserkraft über diese Welle da oben hochgezogen. Zu Anfang soll das ein ledernes Band gewesen sein. Und dann hat man ein Hartholzbrett eingespannt, hochgezogen, das zu schmiedende Teil, das natürlich heiß war, glühte, wurde dann da unten hingelegt und dann kam der Bär zum Einsatz. Er wurde losgelassen und fiel hinunter und hat dann dieses Teil geschmiedet. Angeblich hat als erster 1851 Samuel Colt diese Fallhammer, Brettfallhammer verwendet, um Teile seines berühmten Colts zu schmieden.